Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Soviet Republic hier aus DGAM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sehen hier unser fleißiges Feld, was hier bedient wird. Ich glaube, der LKW ist auch gerade wieder am Abliefern gewesen. Sehr schön. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, ob es müsste die fünfte Fahrt gewesen sein, aber ja, ich bin da raus. Das ist schade. Aber na gut, irgendwann kriegen wir das noch raus. So, hier diese beiden Lagerhäuser, das ist immer noch, das ärgert mich immer noch, dass ich das so gebaut habe. Naja gut, das ist halt so. So, jetzt haben wir hier oben aber auf jeden Fall jede Menge Arbeiter, die jetzt hier wieder frei geworden sind, weil diese Baustelle hier nicht mehr ist und es ist kulturgenießbar mittlerweile bei uns. Das heißt, so langsam aber sicher müssten die Leute, die gerne Kultur haben wollen, das müsste sinken. 105 Einwohner haben wir hier. Okay, da ist ja wirklich was passiert. Hier haben wir 106. Also es wird jetzt langsam mehr. 138, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie sieht es hier oben aus? 144, der Block ist sogar fast voll. Das heißt also, wir können jetzt dann hier, kann ich das eigentlich nochmal umstellen, dass ich nicht die Bevölkerung haben will, die mir geliefert wird? Weiß ich nicht, dass sie leer gebaut werden? Naja, das kriegen wir dann auch noch hin. So, hier sehen wir schon, dass hier fleißig dafür gesorgt wird, dass die Straßen auch bald alle fertig sind. Und die ganzen Straßenanschlüsse. Und unser, neues Gebäude mit für neue Arbeiter und vor allen Dingen für Arbeiter auch für unsere Fleischproduktion hier oder unsere Viehproduktion, die jede Menge Arbeiter braucht. Da müssen wir wirklich zugucken, dass wir die ganzen Arbeiter von hier, glaube ich, da hinkriegen. Das sollte aber gehen. Also, sagen wir mal, wir können ja mal gucken hier, wohin gehen die denn jetzt? Also, die würden auch die beiden Häuser da noch anschließen können, aber es sind halt eben doch schon über 300 Meter, die von da kommen. Also, das ist schon nicht wenig. Also mal gucken, ob wir hier hinten vielleicht eventuell noch eine Abkürzung nehmen könnten. Aber hier kommen wir nicht dran vorbei. Hier kommen wir irgendwie auch nicht dran vorbei. Also ja, also dieses Umspannwerk steht hier vielleicht relativ ungünstig, aber es steht nun mal da. Und das bleibt jetzt auch erstmal da. Ich weiß auch nicht, ob ich da wohnen wollen würde. Und wir müssen natürlich noch einen Bus einführen, der Passagiere hier hinbringt. In unser Vergnügungszentrum, in unsere Amüsiermeile. Denn von hier aus kann man fast überall hin, sogar zum Sport kommt man hier, nur nicht zur Kneipe. Zur Kneipe kommt man nur da oben hin, aber ja gut, die alte Spelunke da oben, da werden wir sicherlich nochmal eine neue bauen. Gut, das erstmal zu dem. Sieht auch schon mal ganz schön aus. Also wir haben eigentlich schon, haben wir schon mal ganz gut was gerissen gekriegt hier. Ich frage mich nur, wie teuer mir das kommt, wenn dieses Gebäude fertig ist. Ne? Also da habe ich immer noch so ein bisschen Wammel vor, hätte ich fast gesagt. Ist das hier der Baustellenfahrer? Nee. Wo ist eigentlich unser Baustellenfahrer? Hier, das ist unser Baustellenfahrer. Der holt jetzt einen Arbeiter ab und will den aber zum unfertigen Fußweg gehen. Das könnte der sein hier. Unfertiger Fußweg Nummer 16. Das finde ich irgendwie scheiße. Ich weiß nicht, ob ich zu Bauzeiten das... naja gut, die ganzen Fußwege, die müssen hier drinnen natürlich auch noch gebaut werden, ja. Wir müssen mal irgendwo ein bisschen Deko-Zeug noch aufstellen, also ein paar Bäume und sowas. Naja, wird sich schon noch was ergeben. Also langsam aber sicher, dass der Wust, hätte ich was gesagt hier, der wird sich schon noch einstellen. So, und dann müssen wir mal irgendwann hier noch die Alkoholproduktion machen. Und hier sind jetzt aber, oh, da sind noch richtig viele Arbeiter auf dem Feld. 24 Stück, interessant. Also da läuft jetzt auch die Ernte richtig gut. 50% der Ernte sind abgeschlossen und immer wenn der LKW da ist, dann kann er auch abtransportieren. Das ist schon mal ganz cool eigentlich. Das finde ich gut. Also wir werden aber noch ein zweites Feld einfach mal machen, einfach mal bauen. Denn wenn hier die Mitarbeiter oder die Arbeiter von hier fertig sind, dann sollten wir dann bis dahin noch gehen können. Also hier kommt nochmal so ein Feld rein. Falls irgendwas klappern hört im Hintergrund, Katze kämpft gerade mit Katze. Er hat so eine Stoffkatze, so eine kleine, und der kämpft da gerade. Die muss jetzt gerade herhalten, weil er Hunger hat und nichts kriegt. So, wie sieht es eigentlich mit unserem Kiesvorrat aus hier? Ah, ist noch nicht so viel da. Okay, also der Kies wird immer noch ganz gut abtransportiert. Kino ist gut besucht. Sportplatz ist gut besucht. Wie sieht es mit der Kneipe aus? Naja, es geht so. Und hier haben wir... Interessant ist aber trotzdem, dass das hier die Alkoholabhängigkeit... Also ich weiß nicht, ob das der Balken voll sein soll oder nicht. Aber auf jeden Fall, der Kulturgenuss geht jetzt sogar garantiert höher. 119 von 140 Bürgern diesmal waren. Das ist schon mal ganz gut. Also, dass sie da auch ein bisschen Kultur genießen dürfen und können durch das Kino. Was ist jetzt hier los? Achso, der will tanken. Das geht wieder ins Geld. Da sieht man richtiges Geld runter, Robert. So, wird denn jetzt hier schon wieder Vieh transportiert? Ja, hier wird dann auch wahrscheinlich Fleisch produziert. Nicht transportiert, sondern produziert. Ja, 4,8 Tonnen hat er schon wieder. Sehr schön. So, dass er jetzt nur über einen Monat kein Fleisch produziert worden, weil aus Ermangelung von Arbeitern.
meine 2 von 50 sind hier auch bloß auf der Baustelle, das sind auch relativ wenig. Wo treiben die sich denn immer alle rum, hier die ganzen Arbeiter? Keine Ahnung. Alter, da ist noch gar keiner drauf, das stimmt. So, das kann noch nicht gebaut werden. Der Fußweg hier oben ist fertig. Gut. Ja, dann gucken wir mal, wo es denn weitergeht. Hier sind noch ein paar Leute wahrscheinlich auf der Baustelle. Nee, das ist auch keiner. Das ist auch keiner. Hm. Meine ganzen Mitarbeiter hier für die Baustelle hin. Naja, egal. Wir wissen es nicht. Vielleicht sind die auch gerade alle im Kino. Nee, im Kino sind gerade nur 2 von 117 von 88, die momentan im Kino sein könnten. Ja, der Film ist anscheinend nicht so interessant, dann denke ich mir mal. Muss ja auch nicht so. Und hier, wenn Fahrzeug da ist, kannst du auch gleich schon wieder wegfahren. Sehr schön. Also das ist jetzt, da lagert jetzt richtig was. Aber gut, da sind noch 21. Ja gut, hier sind hier eine Menge Arbeiter drauf, die jetzt nicht auf Baustellen oder ähnliches unterwegs sind. Ah, passt ja. So. Haben wir denn hier noch Arbeiter, die rumstehen? Ja, ein paar Stück stehen hier rum sogar. Das ist Baustellenfahrzeug. Das ist Baustellenfahrzeug. Er möchte jetzt wieder zum Fußweg mit einem Arbeiter. Immer noch. Naja, gut. Ist halt so. So, wie sieht es hier aus? Du bringst 0 Arbeiter. Schade. Und hier gehen jetzt richtig viele Arbeiter nochmal hin. Interessant, ne? Dass die alle nach da oben gefahren werden mittlerweile. Also diese ganze Strömung, die kann ich noch nicht... Ich weiß nicht, wie ich das noch in einem sauberen Fluss reinkriege, aber auf jeden Fall sind ja hier dann auch nochmal jede Menge Arbeiter dann fürs Ansehen wieder zuständig, ne? Wenn jetzt das alles abgeerntet ist, dann muss ja hier auch wieder angesät werden ohne Ende. So, wie sieht es hier aus? Naja. Also, ist immer so, wir verbrauchen schneller unser Getreide, als wir es herstellen, beziehungsweise als wir es herstellen. Naja, gut. Ist aber okay soweit. Nicht weiter schlimm. Kann ich mitleben. So. Hier müssen wir irgendwann mal die 6,5 Tonnen fertig kriegen, damit wir wieder ein bisschen eigenes Fleisch hier liefern, weil wir kaufen ja momentan noch wieder jede Menge Fleisch ein. Denke ich mir mal. Was ist denn hier, ne? Ah ja, guck an. Da. Gucken wir mal die Bilanz vom letzten Monat an. Also wir haben für 28.000 Rubel Waren verkauft, wobei natürlich Strom immer noch der höchste Posten ist mit 21.000 Rubel. Dann haben wir Kies verkauft und Essen haben wir für 4.000 Rubel verkauft. Okay, das geht. Und eingekauft haben wir Fleisch für 500 Rubel. Naja gut, aber immerhin 1,8 Tonnen. Wir haben keins verkauft. Wir haben Kohle eingekauft für 8.000 Rubel. Und wir haben Stahl für 11.000 Rubel eingekauft als größte Position. Und 82 Tonnen an Nahrungsmitteln haben wir eingekauft. Allein im einen Monat. Und da haben wir noch was dazu geliefert. Also, wie gesagt, das werden wir so schnell so nicht herstellen können. Also da müssen wir dann noch ein bisschen mehr mit einem Agrarhof und so weiter, also mit Maschinen und ähnliches kommen. Dann müssen wir mal irgendwo hier drüben, eigentlich ist ja hier drüben der Platz dafür prädestiniert, ne, das was wir hier machen, aber hier wollte ich ja nicht die Bahnhöfe haben für den Import, also für den Einkauf, ne, da wollte ich ja nicht Warenhäuser hinstellen, die denn hier angefahren werden können mit allem möglichen Zeugs, ein Zugdepot, also ein Lager mit Zugdepot dran, wo man denn die ganzen Sachen einkaufen kann und sie dann zu den Baustellen bzw. in die Städte transportieren kann. Also so war das mal geplant, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das sauber hinkriege. Da müssen wir uns auch nochmal einen, da muss ich auch mal einen ganz guten Plan für machen. So, jetzt sieht es hier so aus, als wenn ein paar Arbeiter hier jetzt irgendwo hinlaufen wollten. Und sie gehen jetzt, upsala, jetzt habe ich ein Fahrzeug ausgewählt. Das wollte ich gar nicht, den Kran hatte ich. Und jetzt haben wir wieder 3 Arbeiter hier auf der Baustelle. Wär, ein paar mehr wären schon cool. Und hier haben wir jetzt 7 Arbeiter drin, das ist auch cool, das, dann läuft es ja hier schon mal wieder ein bisschen mit den Viechern. Aber wir haben immer noch kein Vieh hier auf Lager, 0,04 Tonnen sind da. Naja, aber es wird. Also hier arbeiten deutlich mehr Leute als dort, ne? Das ist natürlich schade. Oh, jetzt haben wir sogar wieder ein Spannungsproblem. Arbeiten nicht mehr genügend im Kraftwerk, ja, plus 3 Mann drin, dann wird nicht genügend Strom hergestellt. Dann haben wir natürlich ein Problem. Ja, da müssen wir auch unbedingt was dran ändern, ne? Dass das hier, weiß nicht, vielleicht kriege ich die Leute dazu, dass die hier ranlaufen. Kann ich da einen Fußgängerweg bauen noch? Also, dass die einen relativ kurzen Weg hierher haben. Ich sollte mir übrigens auch mal die zu Fußgehzeiten angucken und das sollte, da könnte auch einen Einfluss darauf haben, wie der Fluss der Menschen hier ist bei mir.
was kann ich glaube, auf dem Fußweg rennen die mit 100% und hier auf drauf rennen die bloß 60% oder so. Und wenn das eine Asphaltstraße ist, dann rennen sie natürlich auch deutlich schneller drauf. Dann müsste man wirklich mal gucken, wie das denn so alles so zusammenhängt. Da sind auch keine Bauarbeiter aber versteckt, da auch nicht. Da auch nicht, aber das sollte alles eigentlich der Dings machen, hier der Bagger. Man müsste das jetzt so langsam sicher hinkriegen. Na gut, läuft ja. So. Ja, hier wird noch wieder ein Bagger transportiert. Der geht wahrscheinlich jetzt auch in eine Baustelle drauf hier, auf irgendeine Zufahrtsbaustelle. Das ist ja genug da. Ich glaube, die sind alle pausiert, hoffe ich, dass ich das noch alles pausiert habe hier, ne? So. Hier bringt er die hin, da bringt er die hin. Gut, dann macht der große Bagger hier erstmal. Ah, da sind auch noch russische Buchstaben. Genau, dachte ich es auch schon mal. Nachdem ich ja letztes Mal beim Kino das so angekündigt habe, dass ich immer auf russische Buchstaben warte. So, da waren ja doch schon welche. So, jetzt hier ist aber auch wirklich nichts los, ne? Wir müssen hier Arbeiter hinkriegen. Naja, gut. Ich hoffe auf dieses Gebäude hier. Das sind da so 30, 40 Arbeiter drin sind, die dann quasi durchgängig hier hingehen. So, und dann muss ich noch einen Bus etablieren, der quasi zwischen diesen beiden Stellen hier noch manövriert. Ich weiß gar nicht, habe ich da einen? Kann man irgendwo sehen, alle Buslinien? Der fährt ja da im Busstopp. Ah, da fährt denn hier oben. Achso, da bringt immer die Leute dahin. Ah, okay. So. Hier wurden wieder Nahrungsmittel exportiert. Sehr schön. Hier werden auch Nahrungsmittel produziert. Auch sehr schön. Wie sieht es beim Fleisch aus? 5,6 Tonnen. Und es arbeitet immer noch an den Viechern. Na gut, kriegen wir aber hin. So, das heißt, wir kaufen jetzt erstmal nochmal schnell einen Bus, der quasi die Tour kriegt von hier nach dort mit allem, was du denn so durch die Gegend fahren kannst. Also, wenn du Passagiere hier hinten hinbringen willst, wenn hier irgendwer hin will, dann kannst du sie hier hinbringen, aber bringen wird es den Leuten nichts. Das können wir aber auf jeden Fall machen. So, jetzt wird hier nochmal eine richtige Nahrung abtransportiert. Das sollte nochmal Geld bringen. Wie sieht es hier aus mit den... Ja, wir brauchen 100 Leute auf der Baustelle. Warum auch die Baustelle hier immer nicht fertig wird, weiß ich nicht. Aber er hat auch null Arbeiter. Momentan kriegt man für den Bau wieder keine Arbeiter. So, jetzt ist hier alles abgeerntet. 2,1 Tonnen Getreide liegen hier noch. So, nudel das jetzt ab. Ich weiß nicht, ob er drauf stehen bleiben kann, während dann der Aussaat dort. Aber jetzt müssten doch eigentlich irgendwo tausende von Arbeiter frei rumschwirren. Wo gehen denn alle arbeiten? Ah, jetzt haben wir hier 10 Stück drin. Okay, jetzt kommen wir hier ein paar an. Weil jetzt so langsam müssten freie Arbeiter ja da sein. Weil hier ist jetzt hier gar nichts. Na gut, wir sind schon wieder 14 Stück hier drauf. Okay. Die sehen schon wieder aus. Okay, das geht also auch. So, das letzte bisschen Getreide, was wir selber produziert haben, ist jetzt angekommen. Wird aber instant hier verbraucht. Also das geht hier. Rubbel die Katz raus. So viel Getreide kannst du ja gar nicht. Kannst du gar nicht selber produzieren, glaube ich. So, jetzt sind hier schon wieder. Ah, jetzt hat das hier denn mal richtig viele Arbeiter gebracht. Für die Baustelle. Da müssen jetzt so. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Sehr schön. Okay, das gefällt mir. So, jetzt haben wir hier alles leer. Kann ich dem irgendwie jetzt sagen, dass er dann zum nächsten. Den nächsten Stop fahren sollte. Zu dieser Haltestelle bewegen, genau. Da kann er dann sich entladen nochmal. Weil hier ist ja jetzt alles weg und dann kann sich der kleine Barkas dann um andere Sachen kümmern. Ich weiß gar nicht, um was er sich kümmern kann, aber das ist ein geschlossener LKW. Der kann ja nicht gar nicht so viel transportieren, aber vielleicht eventuell, wenn wir irgendwo mal Elektrobauteile oder sowas hinfahren müssen, ist das ja auch nicht schlecht. So, der kommt dann wieder zurück ins Depot, wenn er denn hier entladen ist. Die letzten paar Tünnchen. Hey! Warum macht er das nicht? Ach so. Weil er tanken muss. Das ist ja unglaublich. Dreht er kurz vorm Ziel, dreht er um und denkt sich, oh, ich muss tanken.
Kann man, vielleicht kann man das irgendwo einstellen, wann die tanken. Naja, gut. So, jetzt fährt er hier hin. So, jetzt lädt er nochmal die letzten 0,84 Tonnen aus. Wunderbar, und dann gehst du jetzt ins Depot zurück. Hier hin. So, sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wie sieht es jetzt hier aus mit dem Kies? Ah ja, jetzt langsam sammelt sich hier wieder Kies. Okay, das ist gut. Hier sammeln sich die Arbeiter wieder drin, die ich dann für unnötig viel halte. Das werde ich dann erstmal wieder etwas reduzieren, damit wir noch Arbeiter wieder an anderen Stellen kriegen. Und jetzt kommen hier aber auch regelmäßig Arbeiter an. Sehr schön. Also der Bus, das ist der, der von oben kommt, ne? Busplattform. Ne, der kommt von hier, okay. Okay, 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 okay. Ja, ist ja nicht weiter schlimm. So. Wenn wir von hier Arbeiter kriegen, die hier arbeiten wollen, beziehungsweise die hier an dem Gebäude mithelfen, und das wird demnächst fertig werden. Das ist nicht mehr lange. Das ist quasi so das Target für die heutige Folge, dass dieses Gebäude fertig wird. Und dass dann hier natürlich die Feldwege alle langsam oder sicher durchgebaut werden. Nicht Feldwege, aber die ganzen Fußgängerüberwege. Wobei man hier natürlich auch so den einen oder anderen einfach mal per Rubel kaufen kann. Das sollte ja jetzt nicht mehr so teuer sein hier, ne? Damit wir das so ein bisschen erstmal angeschlossen haben hier. So, und dann ist natürlich eigentlich nur noch, ja, die 35.000, die will ich natürlich, so gut es geht, ersparen. Da brauchen wir aber, sagen wir mal, oh Gott, ja, das muss an der Baustelle benötigt werden. Okay, Fahrzeuge aus der Baustelle 3 Stück können hier hergeliefert werden, okay. Also hier, da geht noch ein bisschen was. Und da ist das Gebäude fertig, und wie wir sehen, das hat richtig wieder ins Geld reingegriffen. 25.000 sind wir auf jeden Fall losgeworden. Haben hier aber 50, na, habe ich ja sogar geartet, so um die 50 Mitarbeiter oder 50 neue Bewohner, die jetzt natürlich auch Bedürfnisse erzeugen und Strom verbrauchen, aber dann halt eben auch als Arbeiter für hier zuständig oder möglich sind, beziehungsweise als Arbeiter hier fürs Feld. Ich glaube, die rollen jetzt mal alle aufs Feld hier mit, aber wenn das dann fertig ist, dann sind die Arbeiter ja wieder frei. Und sie werden aber wahrscheinlich vorwiegend dann hier Alkohol produzieren. Ist ja auch nicht weiter verkehrt. Den Alkohol kann man ja auch nochmals bietend verkaufen. Aber ich hätte gerne halt die Fleischproduktion so, dass wir immer eigenes Fleisch haben. Gut, jetzt haben wir wieder eigenes Fleisch hier gehabt. Aber das verkauft sich, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell ab hier, ne? Also da geht das ziemlich schnell runter. Na gut, aber wir haben mal eigenes Fleisch gehabt, das ist schon mal gut. So, das heißt, ich bin mir gar nicht so sicher. Also ein neues Wohngebäude kann ich jetzt nicht anstreben, da ich nicht genügend Rubel dafür habe, um es quasi mit Leuten zu füllen. So, und jetzt kann ich aber hier auch nirgendwo mehr einstellen, dass ich die Leute nicht kaufen möchte, ne? Und das habe ich jetzt, glaube ich, bei allen Gebäuden ist das hier noch so drin. Das heißt also, jedes dieser Gebäude kostet mich am Ende des Baus nochmal 25.000 extra. Die müssen wir mindestens auf dem Konto haben, wenn wir den Bau fertigstellen. Nicht, wenn wir ihn starten, weil wenn wir ihn starten und wir bloß 25.000, naja gut, so viele Leute arbeiten ja nicht, aber ne? Ich würde auch sagen, dass dieser Bau hier der nächste ist, der dann angeht, weil, naja gut, hier die Anbindung, das werden wir schnell mal noch bauen hier. Damit wir einfach mal davon abkommen, dass das hier alles geliefert werden muss. Mir geht es eher darum zu gucken, wer jetzt hier wie den kürzeren Weg hat, um hier zur Produktionsstätte zu kommen. So, das sind 222 Meter bis dahin. Hieran kommen wir nicht mehr. Wie sieht es denn hier aus? 171 Meter, sind 40 Meter mehr, okay. Machen wir jetzt einen Weg nach dem nächsten Ferry hier. Das ist ein kurzes Ende gewesen, man weiß es nicht, man steckt nicht drin. Nee, den Plattenbau wollen wir nicht fertig bauen. So, dann nochmal hier den Weg. Drehen wir die Karte nochmal. Fertig bauen. So, jetzt haben wir natürlich auch nicht wieder Geld auch ausgegeben, aber die ganzen Wege sind erstmal fertig hier. Das sollte erstmal ein bisschen was gehen. Und dann gucken wir mal. 211 Meter. 222 Meter. Also dann ist eigentlich, müsste der Block als nächstes kommen, weil der dann als nächstes quasi an der Fabrik am nächsten dran ist. Also das ist das, die dann auch dann da hinlaufen, ne? Dann ist das, dass 203 Meter weit weg ist. Naja, gut. So, okay. Gut. Aber wie wir sehen, hier ist ordentlich was los. Und hier werden auch Passagiere warten hier schon. Ich denke mal, der Bus wird auch demnächst mal voll sein mit Passagieren.
Aber das soll auch richtig so sein, dass die denn hier ankommen und dass die von hier ein bisschen was machen und ein bisschen durch die Gegend laufen und eventuell ins Kino gehen. So, da gucken wir nochmal, wie viele Kinogänger wir hatten schon. 106 und arbeiten jetzt hier schon. Und dann müsste die Kultur sich auch hoch und dann sollte eigentlich die Zufriedenheit hoch genug sein. Da gehen wir 102 mit dem Bildungsstandard Schule, ganz normal, Universitätsausbildung. Ah, eine Uni müssen wir irgendwann mal bauen, ja, das stimmt. Eine Universität müssen wir mal irgendwann anfangen zu bauen, aber die ist natürlich auch sauteuer, ne? Also auch von den Baumaterialien her. Aber naja, gut. Wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. So, ich würde sagen, wir werden jetzt diese Baustelle hier erstmal freischalten, damit unsere Bauwirtschaft immer noch was zu tun hat, damit dort auch wieder Leute drin verschwinden in den Baustellen. Und dass hier sehr viel Materialien gekauft werden, 29 Tonnen Stahl, 102 Tonnen Ziegel. Okay, das kann ich noch nachvollziehen, den Rest, den haben wir so. Das passt schon mal. So, ich würde gerne den Bau fortsetzen und dann muss ich den, glaube ich, unverendete Straße, ja, ich, muss ich den Bau hier dann dort zuweisen zu dem Konstruktionsbüro, dass die denn hier denn hinfahren und da Dinge tun. Und ich glaube, wenn das Gebäude fertig ist, dann sind wir auch ganz nah dran an nur noch 10.000 auf Geld selber haben. Aber dann sollte hier hoffentlich auch die Produktion einigermaßen laufen. Wir haben hier jetzt aber auch schon jede Menge Leute drin. Sehr gut. Das gefällt mir. Das heißt hier, also die Viehproduktion ist aber auch von der Produktivität her, naja, also da kommt viel zu wenig Fleisch an. Naja, gut, okay. So, wie sieht es hier aus? Ja, hier sind wir bei 0,5 noch. Momentan könnte es ganz knapp reichen, was wir haben. Wenn jetzt natürlich hier, die Baustelle vollgelaufen wird mit Leuten, die eigentlich von hier, die werden von hier kommen dann wahrscheinlich, die dann eigentlich damit arbeiten sollten. Aber er liefert ein paar Arbeiter an und da sehen wir schon, genau, dann gehen die Arbeiter nämlich hier schon wieder auf die Baustelle anscheinend, oder? Gehen die zum Acker hin? Nee, oh, das ist ja auch merkwürdig. Ja gut, die laufen so unnatürlich da rum, macht nichts. Aber hier die Baustelle wird natürlich jetzt überlaufen, obwohl noch gar keine Materialien da sind. Das ist natürlich jetzt so das kleine Problem, was wir dort kriegen werden. Aber hier ist ja schon der Asphaltanhänger ist unterwegs. Nee, Kies hat er drauf. Asphaltbeton ist der schon unterwegs. Weiß man nicht, was ist das hier? Das ist die Asphaltbude. Der bringt schon mal 2,2 Tonnen Asphalt mit. Und hier kommt noch einer mit 12 Tonnen Beton. Ich denke mal, die wollen alle hier hin. Ne? Und dann können die hier schon mal langsam anfangen. Also alle drei LKWs oder alle drei Rohstoffe kommen hier schon mal jetzt langsam angefahren. Die ersten 7 Tonnen Kies sind da. Dann kommt das erste bisschen Beton an hier. 12 Tonnen ist aber voll geworden. Sehr schön. Und 22 Tonnen. Die insgesamt notwendig sind. Und dann braucht man nachher bloß noch Stahl, jede Menge Ziegel und Bretter. Also wenn die erste Bauphase rum ist, sollte hier sich was ergeben. So, vielleicht fahren hier sogar ein paar Bagger los. Vielleicht auch ein paar mehr Bagger. So, hier wird fleißig ausgesät. Das sind auch noch 19 Mann auf dem Feld. Die kriegen wir dann auch demnächst wieder dazu für unsere Bauindustrie, beziehungsweise dann nachher irgendwann mal in unserer Fleischhütte. Oder Viehhütte. So, wie sieht's hier aus? Sehr gut. Finde ich gut. Läuft ganz gut. So, wie gesagt, also hier wollte ich eigentlich das mit dem Lager hin haben. Was kostet mich denn... Also die Bretterwirtschaft, okay, und wenn ich jetzt hier so eine große Feldwirtschaft aufbaue, ah, ich wollte eigentlich die Stadt hier hinten in diesem Tal haben, ja, die muss ich wahrscheinlich wirklich hier ganz hinten reinlegen. Oh. Und eine Unität brauche ich, unbedingt eine Universität, damit ich dann Universitätsleute kriege, damit ich mal deinen Lehrer habe, weil dann kann nämlich durchaus passieren, dass uns dann irgendwann die Lehrer ausgehen, weil wir nichts mit Universitätsausbildung haben, ne? Eine Universität passt ja wunderbar hier eigentlich rein. Universität im Industriegebiet. Was kostet so eine Universität? Das ist sau teuer, ne? Herbergen, Kindergarten, Grundschule, Plattform, ach, ist nicht mal unter Bildung. Doch, da, Technische Universität. Wenn wir die kaufen wollen würden, 144.000, okay. Brauchen natürlich Unmengen an Beton, ne? Also wirklich Unmengen an Beton. Unmengen an Stahl. Wird richtig teuer, das Ding. Hauptquartier der kommunistischen Partei. Brauchen viele Ressourcen. Was macht das eigentlich, das Hauptquartier? Es gibt das auch ähnlich viel Beton. Diese Wohnheime für Universität, wenn ich auch nicht schlecht, Qualität auf Flitz. Passt ein paar Arbeiter rein.
Wie sieht denn so eine Universität aus, wenn ich da hinbauen will? Die passt da nicht mal rein. Selbst die Länge des Feldes würde nicht reichen. Okay. Wir könnten sie theoretisch hier oben hinbauen, ne? Theoretisch passt sie da oben hin. Ja, ja. Also wir könnten eine bauen. So ist es nicht, eine technische Universität. Aber es wird schweineteuer. Da wärst du sogar schon am Strom dran. Eieieiei. So, apropos Strom, da wollte ich. Eigentlich könnte ich ja nochmal der Seite versuchen, ein Kraftwerk mit anzuschließen hier. Oder beziehungsweise da noch mit eins anzuschließen. Das passt aber nicht, weil hier die Stromleitung schon lang geht und alles, ne? Aber ich kann es ja hier so lang stellen. Aber dann ist der Weg für die Bevölkerung. Ja gut, dann kann ich die dazu leiten hier. Dass die da hingehen, dass die da arbeiten. Leute haben wir hier genug. Schwierige Nummer. So, jetzt ist das hier ausgesät. Jetzt sind hier auch keine Arbeiter mehr auf diesem Feld. Und da muss auch keiner mehr arbeiten. Das ist schon mal ganz gut. So, das heißt, es können immer mehr Arbeiter jetzt hier in die Viehindustrie gehen, damit wir schneller an Fleisch kommen. Und der LKW ist auch gerade unterwegs. Das heißt, hier wurde gerade voll beliefert wieder. 0,5 Tonnen sind auch schon wieder runter. So, hier kommt er jetzt. Das ist, der liefert nochmal 5,7 Tonnen Fleisch ab. Also hat er dann wirklich 0,8 Tonnen hier abgeliefert. Ja, dann waren die schon wieder runtergeverkauft, bis auf den letzten Rest, beziehungsweise mussten schon wieder einkaufen. Mann, naja. So, wir haben mal 23.000 auf der hohen Kante. Das ist auch schon mal ganz gut hier, weil für den Bau brauchen wir jede Menge Geld noch. Hier geht es aber jetzt richtig schön zur Sache. Jetzt sind beide Bagger hier am Arbeiten, sehr schön. Also die jetzt hier wirklich auch auf der Baustelle das Ganze voranbringen und die Leute, die hier arbeiten. Und wenn wir dann halt eben die Alkoholindustrie noch ein unter unsere Fittiche haben, dann haben wir natürlich noch ein Fahrzeug mehr, was wir quasi den Ami hier hochschicken können, dass die nicht mehr einkaufen müssen und was wir dann hin zum Verkauf schicken können, dass wir ein bisschen Geld mit dem Alkohol machen. Gut, wir werden jetzt unser schönes neues Plattenbau Gebäude, was hier einfach so in der Botanik rumsteht, könnte man das denn gut in Szene setzen, dass man noch sieht, dass dahinter was steht. So, der Plattenbau ist fertig, der Blick auf wunderschöne Architektur sowjetischer Bauart ist natürlich gegeben. Man kann sich einmal jeden Morgen sehr schön das Drahtgestell des Umspannwerks angucken. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt will. Ja, ich würde da nicht wohnen wollen. Aber, na Gott, was willst du machen, wenn es keinen anderen Wohnraum gibt? Dann wohnt man auch dort. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns wiedersehen. Bis denn. Tschüss.